Bunt, frisch und blühend. So stellt man sich doch den perfekten Balkon- oder Fensterbankschmuck vor. Wir haben bei einer Gärtnerei nachgefragt, welche Blumen sich perfekt dafür eignen. Wir werden jetzt so ein Frühlingskästchen noch einmal bepflanzen. Und dazu nehmen wir eben zum Beispiel eben diese Topfnarzisse, die dann ein bisschen höher wird. Die werden wir da reinsetzen. Dazu eben diese kleinen Vergissmeinnicht, die im Blau blühend, dass wir eben da ein bisschen was Zartes, Feinblütiges dabei haben. Die geliebten Stielprimeln, eben um diese Höhensprünge besser darstellen zu können, nehmen wir eben auch was Hochwachsendes. Und vorn für die Zwischenräume, für den kleinen Bereich, nehmen wir uns diese kleinblütigen Konuta, also diese kleinen Stiefmütterchen her, weil die machen dann schon schön die Fläche zu, hängen dann noch leicht übers Kistern drüber und dann schaut es einfach schön verspielt aus. Diese Belis, die gehören natürlich auch unbedingt dazu, gehören auch im Frühjahr, blühen ganz toll den ganzen Frühling über. Dann haben wir eben auch wieder unsere kleinblütigen, was Blaues, damit wir auch schöne Farbstaffelungen haben, weil im Frühling, der muss einfach bunt sein, das geht gar nicht anders. Da haben wir eben auch wieder unsere große Primel, die tun wir etwas nach vorne hin und somit haben wir da schöne Höhenspiele drin in unserem Kisterl. Und dann können wir sie auch noch schön dekorieren dann im Endeffekt. Da haben wir noch was Rosarotes dazu. Und da hätte ich auch noch eine rotblühende, ganz eine samtrote Viole. Die werden wir dann noch in den vorderen Bereich reingeben. So, jetzt haben wir unser Kistel fertig bepflanzt. Jetzt müssen wir es noch ein bisschen dekorieren. Und vor dem Dekorieren noch ganz wichtig, tun Sie gleich die Blumen eingießen. Einfach mit einem normalen Leitungswasser, so wie es rauskommt, einfach schön gleichmäßig über die Sachen rein, damit die Erde schön Kontakt hat zu den Wurzeln. Oder umgekehrt, ist beides gleiche Ansichtssache. Und die Pflanzen schön gut zügig weiter wachsen können. So, ein paar Bereiche, die wir freilassen haben, werden wir jetzt mit einem schönen Plattenmoos abdecken und mit schönen Ruhebereiche drinnen haben. Das haltet uns auch etwas ein bisschen das Feuchtigkeit, das Wasser zurück. Dann können wir die ganzen zwischendrin einfach ein bisschen auslegen. Und zum Dekorieren können wir natürlich dann auch verschiedene Äste verwenden. Ich habe da jetzt vorbereitet, das sind jetzt also Birkenäste. Dann das klassische Bäumkatzel gehört jetzt natürlich unbedingt dazu, so Frühlings- und Osterzeit in verschiedenen Größen. Und ein bisschen noch die Weide, Weidenäste habe ich auch noch mitgebracht, weil die sind schön verspielt, die werden wir uns nachher dann so ein bisschen oben drüber dekorieren. Wir fangen jetzt an, auch wieder zuerst mit den gröberen, mit den festeren Teilen, zum Beispiel eben diese Moorbirke. Die stecke ich einfach ganz so, ganz wohllos da in unser Kistel rein. Muss jetzt nicht allzu viel sein, ein paar reichen uns schon. Wenn man möchte, kann man, wie gesagt, noch die Bäumkatzeln dazugeben. Stecken wir ein bisschen zur Birke dazu, das soll uns das ein bisschen begleiten. Und den tun wir jetzt nicht gerade rein, sondern den legen wir jetzt so horizontal über das Ganze drüber. Das fädeln wir einfach so ein bisschen rein. Die paar dünnen Astern drucken wir uns da einfach ganz normal in die Erde rein. Dann ist das ein bisschen windstabil. Und jetzt kann man noch auf diesen festeren Teilen oder auf der Weide, wenn man möchte, noch ein paar Ostereier draufhängen. Unser Biebei. Bunt oder einfärbig. Das tun wir da noch ein bisschen drauf, ein bisschen bunt. So, und unser Osterkistel wäre fertig. Also jetzt müssten wir ja alle beinahe Experten im Arrangieren von Blumenkisterln sein und einem bunten Frühling steht jetzt nichts mehr im Wege.